Ja, da ist er wieder da. Hervorragend. Wir haben immer noch das Loch in der Wand und wir waren immer noch dabei, irgendwas zu bauen. Es ist jetzt schon eine Weile her. Für euch die letzte Folge, glaube ich, eine Woche. Ja, letzte Woche müsste die letzte Folge gelaufen sein. Für mich schon ein bisschen länger her. Ja. Erst noch mal ein bisschen vorbereiten. Er ist wieder da, der Stahlhalm. Natürlich, schön. Ah. Okay. Heute trinke ich mal was anderes. Wie war das? Marke zuhalten und guck mal hier. Keine Ahnung, ob der schmeckt. Aber auf jeden Fall der Stahlhalm. Vorsichtig einführen, sonst spritzt das wieder alles. That's what she said. Ah. Komischer Nachgeschmack, ein bisschen süßer. Funktioniert hoffentlich genauso. Dann dazu auch wieder Marke zu halten. Man kennt das. Kakao, Kakao. Einmal gut durchschütteln. Wir fangen gleich an, keine Sorge. So, Kakao auf. Schüttel, schüttel, schüttel. Ja. Reingesteckt. Kakao ist Kakao. Und natürlich Knabberkram. Die letzten Reste. Und Moment. Entschuldigung, da bin ich wieder da. Ja, jetzt haben wir lange genug gelabert, dass es schon wieder Nacht wird. Und ich finde das aber auch noch ganz geil, eigentlich mit dem Nebel, dass der da so ein bisschen irgendwie sich da einfärbt. Ja, da ist halt eben hell. Kältere Farbe vom Mond und hier ist dann so ein bisschen wärmer vom Sonnenuntergang. Schön wäre natürlich, wenn es tatsächlich mal richtige Farben geben würde, aber man kann nicht alles haben. Ja, dieses Loch da hinten, jetzt ist es auf einmal zu. Ich werde es nie verstehen. Aber gut, dafür sind wir nicht hier. Doch, eigentlich schon, aber nein. So, hier die Brücke, die kann man, glaube ich, inzwischen wegmachen. Das hat sich erledigt. Oh, hier ist jetzt auch schön. Da war Wasser drunter, ne? Da wollten wir ja irgendwas hinpflanzen. Und hier kann man auch irgendwie, genau, das Experiment, das war erfolgreich. Genau hier. Ja, müssen wir noch warten, dass es hier runterzieht. Hier. Joa. Joa, hier wäre dann eben Platz für Einrichtung. Dafür, dass das Haus so groß ist, ist man relativ wenig Platz, ne? Ja, ich glaube, den Aufstieg hier aufs Dach, den hatten wir dann doch gesagt, irgendwie lassen wir. Weil wir natürlich hier irgendwie dann den Durchgang haben. Ach ja, der Dingsmod hat sich ja relativ verändert. Nicht unbedingt zum Guten, aber so ist das wohl. Das ist doch hässlich, sowas. Das kann man doch nicht machen. Was soll das? Naja. Ne? Hier, ja, keine Ahnung. Ja, nee. Das Ding hier, das. Nee, nee. Nicht schön, aber zweckmäßig. Hier unten genau das gleiche. Ne? Weißt du Bescheid? Amor. Ja, gut, sind wir noch voll ausgestattet. Schöne Kaktusrüstung. Dann haben wir relativ viel im Inventar gerade. Das haben wir gar nicht weiter aufgeräumt. Ich würde sagen, das machen wir mal eben schnell. Wobei die Treppen jetzt als Möbel zu klassifizieren, gut, kann man machen. Ja, machen wir einfach so, beziehungsweise das Holz. Die Holztreppen, die hatten wir ja hier irgendwie. Dahin.
dahin. Dahin. Sand und Glas weg damit. Das kommt hier wieder rein. Cobblestone kommt hier wieder rein. Steinzeug kommt hier wieder rein. Da kann man nämlich bei der Gelegenheit auch gleich mal das hier ordentlich machen. Dann sind das nämlich doch keine Möbel, sondern Treppen hier oben. Und halt eben Kies. Muss ja alles seine Ordnung haben. Ja, beziehungsweise Lehm. Und Kies kann man eigentlich mal dazu tun. So. So. Lehm, Erde, Kies. Lehm, ja gut, okay. Erde, ja, haben wir. Kies haben wir jetzt auch. Kobbel. Weiter geht's. Ja, den Müll hier, da müssen wir gleich mal gucken, können wir da nicht ein Slab draus machen. Müsste eigentlich klappen, ne? Dann haben wir nämlich hier schön ein Slab für das Holzzeug. So. Ne, hier unten hin. Miese Gedönse. Miese und Technik. Miese Lampe mal hier in die Seite. Weiteres Holzzeug, was wir hier noch haben. Ne? Die Zäune haben wir hier noch. Stöcke haben wir hier noch. Scheiß Schraubendreher. So. Einfach irgendwo rein, scheißegal. Den Hammer brauchen wir auch gerade nicht. Den Schrauben brauchen wir auch gerade. Brauchen wieder neues Werkzeug so langsam, ne? Ja, man hört es vielleicht auch ein bisschen. Der Hals macht mal wieder, was er möchte. Nee, nee, nicht so meins. Den Kram und den Kram, den müssen wir noch entsorgen. Das kommt hier. Hier drunter, so, und Ede kommt hier rein. Dann die Axt, die brauchen wir gerade mal nicht. Die Schaufel, das Wasser, die Schaufel, Schwert. Ja, also wir sollten auf jeden Fall mal gucken, dass wir ein bisschen was Neues machen. Dedem, dem, dedem, dem. Da-da-dam-dam. Und dann gehen wir einmal kurz nach oben. Hier nach oben. So. Ach ja, ich wollte zum Wasser. Darum wollte ich nach oben. So. Wasser. Einmal was machen. So, dann einmal runter zum einzigen funktionierenden Ofen in dieser ganzen Welt, der auch noch munter vor sich hin rennt. Genau, der hat ja angefangen, Ofenkartoffeln zu brennen. Da kann man dann gleich noch eben den Mesekram hinten reinschmeißen und dann passt das dann. Na komm. So, jetzt haben wir wieder genug Ofenkartoffel. Das reicht erstmal eine Weile. Ach, die Leitern können wir bei der Gelegenheit nochmal entsorgen. D, Holzzaun. Guck mal hier mit zu den Zäunen dazu packen. So. Apfelholz. Achso, das ist ein Zauntor. Richtig geil wäre ja irgendwie, wenn die alle im selben Stil wären. Meine Güte. Ah ja, selbstverständlich. Mineralwasser.
sage ja zu deutschem Wasser. Na, wer kennt's noch? Lange ist her. Gut war's. Zeit ist vorbei. Also dieses Sign, das sieht einfach nicht gut aus. Sorry. Ach, egal, komm, lassen wir's. Scheißegal. Kann man sonst eventuell vielleicht... Autocrafter, das Buch und dieses komische hässliche Rezepttafel. Die hässliche Pixelsuppe. Bah! I! I! Wassereimer, miese Schaufel, miese Schwert, miese Spitzhacke. Ach ja, fast alles ist auf Deutsch übersetzt. Ja gut, die Mod, die muss sowieso mal überarbeitet werden. Aber so, eigentlich... Toll, jetzt erzähle ich irgendeinen Scheiß und das funktioniert gar nicht. Diamond Chestplate? Gold Chestplate? Oder ist das nur im... miese Spitzhacke? Gucken wir doch mal. Miese Spitzhacke. Ja gut, einiges ist auf Deutsch übersetzt. Okay, ich habe nichts gesagt. Zeugs! Ach mal, die Font kann man auch noch verändern. Oh ja, oh, guck mal hier, so, right. Zeugs! Metro. Metro ist eine gute Font. Wobei die gar nicht so aussieht wie auf dem Bild, ne? Hier, die hat doch irgendwie... Doch, nee, funktioniert. Was auch immer. Metro, Ride, Zeugs. Ja, jetzt haben wir das Inventar dann schon mal schön aufgeräumt. Hier draußen der Kram, der müsste inzwischen gebrannt sein. Genau, her damit. Jetzt brauchen wir zweimal. Dadam, dadam. Und dann machen wir nämlich schön. Düpp, 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 düpp. Dum dum. Einmal hier hin und einmal hier hin. Schwert reicht noch, passt. Dann können wir nämlich endlich mal, nach langer Zeit, es ist ja nun dunkel draußen, endlich mal eine Höhlentour machen. Die haben wir ja nun schon eine Weile nicht mehr gemacht. Ach, dieses Ding da. Naja. Guck mal, da hinten, da kommt man dann wahrscheinlich auch irgendwie rein. Wollen wir da hinten mal reingehen? Ja, geil, bevor wir losgehen. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt. Und auch schon wieder den Monitor angebrüllt. Wir brauchen natürlich noch Fackeln. Ohne Fackeln sollten wir nicht in die Höhle dackeln. drei ist vielleicht ein bisschen wenig. Zeug drin. Ja, mal, guck mal hier, dann tauschen wir das mal aus. Und dann übertreiben wir einfach mal maßlos mit den Fackeln. 100. 160. Naja, gut. Trotz allem... Ach komm, wir nehmen die Stöcke einfach mit. Da kann man nämlich im Zweifelsfall, wenn es dann doch nicht reichen sollte, einfach weitere Fackeln machen oder eben weitere Dinge. Kohle und dergleichen werden wir ja hoffentlich gut finden. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal nicht hier in unsere Standardhöhle, sondern wir gehen hinten einfach mal irgendwo runter. Einfach mal, um was anderes zu sehen. Yay! Oh! Ach, gut, gerade eben. Blub, 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 blub. Guck mal, da könnten wir auch rein, ne? Was hier alles ist, was ich noch gar nicht gesehen habe. Und ich habe mir überlegt, den Weg hier oben, der jetzt hier so schön aufhört, dass wir den einfach bis unten runterziehen. Hier unter dieser Stufe, ja, mit Slabs und eben hier in den Ecken dann Treppen, dass das einfach runtergeht, dass es ein bisschen noch mehr wie so eine Absperrung oder eine Befestigung wirkt. Ich glaube, das könnte ganz geil werden. Irgendwann mal, wenn wir das dann mal machen. Ja, gehen wir jetzt da hinten irgendwie rein oder gehen wir jetzt hier rein? Eher erst gesagt, wir gehen mal hier hinten rein. Wir gehen mal hier hinten auch mal rein und gucken mal, was dann da so zu finden ist.
Oh, da geht er schon. Guck mal, hier ist schon gleich was. Ja, man sieht sehr viel. Das ist schon mal gut. Ja, ich habe schon gesehen, hier ist... Ja, ja. Es ist gefährlich, hier irgendwas abzubauen, weil dann alles einstürzt. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach wieder. Tschüss. Dann gucken wir uns doch mal da hinten an, was da los ist. Ach, guck mal, hier wächst auch schön. Meine Güte. Wir haben noch so viel vor, ne? Wir haben bisher nur auf dieser kleinen Fläche da gebaut. Ja, hier geht es auf jeden Fall ein bisschen runter. Das ist auch Sackgasse, oder? Nee. Hier geht es auf jeden Fall runter. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier oben die mal wieder weg. Dass wir so ein bisschen, wenn es dann mal Nacht ist, dann eben nicht alles erleuchtet haben, dass dieser See so ein bisschen heller, ein bisschen dunkler bleibt. Also dieses Gestrüller von dem Wasser ist ja schon, klingt schon, okay, ja, ja, können wir mal machen. Aber wir haben es ja gleich geschafft. So. Ja. Ich weiß halt nicht, wie weit das, der Lichtschein tatsächlich dann bis oben zieht. Aber ich glaube, wir müssten eigentlich ohne Gefahr hier irgendwas machen können, so langsam. Ich denke mal, so langsam passt das, oder? Gut, dann lassen wir es hier mal hell. Oder nee, wir machen es hier hell. Dann haben wir nämlich hier gleich so eine kleine Plattform. Guck mal, hier ist doch schön. Hier schön. Hier würde ich sagen, legen wir los. Und hier ist die Höhle dann gleich zu Ende. Ah? Ah? Ja, klar, hier ist die Höhle dann zu Ende. Okay. Ja. Liebe Freunde, das war dann die Höhlentour. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann. Nein. Da ist ja gut gelaufen, würde ich sagen. Da ist auf jeden Fall nichts. Dann gehen wir doch in unsere Standardhöhle und gucken dann mal, was wir da noch so erreichen können. So. Auch schön. Wir haben ja hier unsere Höhle. Da waren wir schon, hier waren wir auch schon. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder hier links. Wie viele Fackeln hier stehen, ne? Ich habe so ein bisschen Angst mit der Kaktusrüstung, dass die irgendwie so gar nicht stabil ist. Was kann die denn eigentlich alles? Na gut, wird sich zeigen, ob die was taugt. So. Einmal runter, einmal hoch, hier oben um die Ecke rum. Dann geht's hier wieder runter. So. Aber wir müssen da mal so ein bisschen runter. Einfach nur, damit wir ein bisschen runterkommen. So. Mal hier ein bisschen Kohle nehmen wir mit. Das passt schon. Hüppala. Wie viel Zeug hier noch ist, ne? Da hinten da, da kommen wir, glaube ich, nicht so einfach dran. Muss man uns mal eben hinbauen. Oh ja, eben hinbauen. So. Ach, der Rest, der ist eh unnötig. Brauchen wir alles noch gar nicht. Aber hier das Eisen, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. So. Abwärts, abwärts. Oh, oh, oh. Ja, 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 was ist denn mit dir? Auf die Fresse, so. Ah, da links oder hier links? Hier links? Ich weiß das schon alles gar nicht mehr, wo jetzt was nun im Detail noch war, aber ich glaube, hier ist eine Sackgasse, oder? Dann haben wir uns hier runtergebaut. Dann folgen wir dem einfach mal. Uah. Uah. Ach, Wasser. Da ist Wasser. Ah. Puh. Hier ist auch Wasser, aber hier ist dann vorbei. Ne? Hier ist. Haben wir hier aufgehört?
Hier haben wir doch bestimmt aufgehört. Da würde ich sagen, machen wir hier einfach weiter. Lassen das Wasser mal Wasser sein. Hier. Und da haben wir schon was gefunden, was wir sicherlich gut gebrauchen können. Na komm. Ist hier noch irgendwas? Da ist noch was. Hier ist noch was. So, was haben wir? Wir haben Mese. Ja, schon mal ganz gut. Da können wir wieder Pulver draus machen, dass wir wieder ein bisschen mehr Mese kriegen. Wir haben Eisen. Wir haben Zinn. Wir haben Kupfer. Marble. Ein bisschen Marmor brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Fackeln haben wir genug. Da haben wir einmal Wasser noch. Ja, passt doch alles so. Wunderbar. Da würde ich sagen, wollen wir uns weiter runter? Ja, natürlich da, wo Sand ist. Sehr gut. Aua. Dahin. So. Oha. Ist das Uran? Das ist Uran, ne? Sobald es im Inventar ist, tut es einem nichts mehr, aber solange es nicht im Inventar ist, kriegt man Schaden. Uranium. Uranium, da kann man dann ist es irgendwie aufbereiten und na, das kriegen wir sogar flott. Und verfeinern und dann kann man da ein Kernkraftwerk draus bauen, ne? Ob wir das machen? Eigentlich haben wir ja schön unser Wasserkraftwerk. Ja, ich glaube, wir bleiben schön beim ökologisch einwandfreien Wasserkraftwerk, wo dann die Fische in den Turbinen geschnetzelt werden. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. So. Klopf, 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 klopf. Ui, noch mehr Uran. Ach ja, jetzt ist wieder dunkel. Aua! Da ist Uran. Da hat er sich versteckt, der Hühnerschrecker. So. Ist jetzt hier mal alles weg? Wahrscheinlich ja. Ja, also der Weltgenerator hier an der Stelle, weil das alles schon geladen ist, hat natürlich noch den ganzen alten Konfigurationen, sag ich mal. Was die Erze und so angeht. Das heißt, alle Erze sind noch in der normalen Höhe irgendwie zu finden. Und man muss nicht erst so ewig weit runter. Wobei, ich glaube, wir sind schon relativ weit unten. Ah, 200. Ah, 200. Und von daher bin ich hier eigentlich ganz zufrieden. Wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir jetzt aktuell brauchen wir das Ding hier ja nicht. Das heißt, wir machen uns hier das mal daneben. Wir machen das uns hier mal da hinten hin. Oder so. So. Kann man nämlich schneller mal Fackeln setzen und wieder weiterbauen. Oh, guck mal hier. Diamant. Uah. Mein Ziel ist ja, dass wir irgendwie doch nochmal eine große Höhle irgendwie finden. Ich meine, zu den richtig großen Höhlen, da kommen wir sowieso noch irgendwann. Aber bis das dann soweit ist, dass wir zumindest mal von meinem Test diesen meinen Aspekt mal wieder so ein bisschen irgendwie ja, verfolgen. Da ist schon wieder Sand. Was ist das denn hier so sandig? Ich will mich doch einfach nur runterbauen. Mehr ist das doch hier nicht. Haben wir eigentlich die Minimap? Ja, nee. Die Übersichtskarte, die haben wir ja nur, wenn wir ein Mapping-Kit uns bauen. Hatte ich das nie umgestellt? Nee, ist egal. Aua. Aua. What? Was geht, Junge? Nö, keine Ahnung, was ist denn hier wieder los? Da war wahrscheinlich wieder Uran, oder? Da war doch Uran. Wir tun das
Uran einfach mal in die Kiste zu dem anderen Uran. Da tut es uns nämlich nichts. Hä? Aua! Und das tun wir hier auch wieder rein. Und bei der Gelegenheit können wir vielleicht gleich noch eine zweite Spitzhacke machen. Hier brauchen wir auch wieder welche von. Ach, da gibt es eh immer nur einen von. Das ist ja... So. Aua. Mir tut's immer noch weh. Ja, lach du nur, du Huhn. Lach du nur. Das waren echte Schmerzen. Aber gut, wir nutzen einfach die Gelegenheit mal und räumen einfach kurz ein bisschen auf. Den ganzen Müll, den brauchen wir eh nicht. Kann man hier nämlich das einfach hier mit reintun. Ja, das muss natürlich alles noch irgendwann mal gebrannt werden. Hier die ganzen, und es ist doch eigentlich alles, ist das Zeug, das ist doch eigentlich alles Bergbau, oder? Egal. Steinzeug. Nein. Bergbau. Da kann man bestimmt auch tolle Sachen draus machen. So, Sand. Sand. Dahin. Dann machen wir eine schöne Hacke. So, bam. Dam. Ich hatte doch eigentlich irgendwann mal eingebaut, dass man hier auch das Wasser sehen kann. Naja. Was soll's. Ja. Hätte ja nicht gedacht, dass die Hacke so schnell irgendwie zu Ende geht. Zack. Ah, ein Schlückchen Kakao. Ein bisschen... nicht so ganz leckeren Energy Drink. Knusper, Knäuschen. Wer knabbert an meinem Häuschen? Die Kohle, die können wir dann auch gleich mal hier zum Bergbau tun. Ja. Ah, wir sortieren was mal eben so ganz grob so ein bisschen vor hier. Hm? Eisen, Kupfer. Ja gut, Kupfer haben wir noch gar nicht gehabt. Na gut, dann Eisen. Die Kohle, die können wir hier oben mal... Ne, hier oben sind nur Sachen, die man direkt verwenden kann. Dann tun wir hier mal die Kohle hinten zu dem Flint. Feuerstein. Komm, das ist auch Zeug, das passt so. So, inzwischen sollte dann hier auch fertig sein. Ja, genau. Und dann gehen wir wieder runter, ne? Mal gucken, ob wir die Stelle nochmal wiederfinden. Einmal rauf. Nee, schon falsch, ne? Ach mein Gott, ich weiß das doch nicht. Hier war falsch. Aufmerksamkeitsspanne wie so ein Goldfisch, ne? Na gut, dann geht's hier runter. Lalalala. Einmal hinunter. Wieder rauf.
Na, jetzt hier wieder runter um die Ecke. Ich glaube, so war das, ne? Genau, hier war dann irgendwo der Zombie. Sind wir denn da weitergegangen oder sind wir hier weiter runtergegangen? Wir waren dann irgendwo beim Wasser, ne? Hier. Genau, dann machen wir hier ins Loch.